Ja, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost of Tsushima. Jetzt stehen wir vor dem Mongolenlager, was wir im letzten Part ja entdeckt haben. Und ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen aufräumen. Okay, hier unter mir ist keiner. Dann kann ich den eigentlich so eiskalt ausschalten. Wenn er dann wieder näher kommt. Niedermetzeln. Hier ist der Samurai. Doch war's doch jetzt aber nicht, oder? Haben die anderen das alle nicht mitgekriegt, sag mal? Wenn die es nicht mitgekriegt haben, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Machen die da? Hallo. Wohin willst du denn? Wohin willst du denn? Ich bin dein Gegner. Da ist noch einer. Zack. Das war dein Ende. Und auch noch nicht. Wie ich jetzt hier die ganzen Tutorial-Sachen noch bekomme. Ja, ich habe heute ja das Update geladen. Den DLC noch nicht, aber das Update habe ich schon. So. Sauber, würde ich sagen. Ah, genau, hier. Neue Inhalte verfügbar. Ich glaube, ich zocke erstmal das Hauptspiel durch und dann verschlägt es uns auf die einsame Insel, die da noch nicht mit Namen benannt wurde. So, jetzt den nächsten Ort der Säuberung. Ich weiß, das ist der einsame Leuchtturm. Da soll sich auch noch ein Lager befinden. Müssen wir ja erstmal sauber machen, ne? Da, wir können ja nicht die Mongolen hier so einfach ignorieren. Schau mal, Blick auf der Karte. Ja, genau, hier müssen wir hin. Hatte ich mir gar nicht markiert, aber was ist das denn hier? Einen guten Tag. Gibt's hier was Besonderes? Das ist Setalis. Mane. Na, nach oben. Wir wollen noch nicht nach unten. Sammeln.
Eine Augenbinde? Das muss ich mir. Oh, cool. Die trage ich jetzt. Getragen von dem Bewahrer der Legenden Tsushimas. Goyo-Sens Augenbinde. Cool. Erstmal mit verbundenen Augen. Warte mal, habe ich nicht eigentlich auch Goyo-Sens? Sagt mir das ein Goyo? Nee, das ist Gusaku. Nee, schade. Aber können wir jetzt vielleicht doch mal das Outfit anpassen? So, die kaputte Rüstung als gefallener Samurai sind wir immer noch am Start. Obwohl, das ist auch cool. So, ne? Der blinde Ronin. Ja, das ist fast wieder richtig cool, so mit der Augenbinde. Ah, komm, wir bleiben erstmal in dem Outfit. Wenn Fürst Shimura Burkaneda zurückgezaubert hat, rettet er vielleicht auch unsere Insel. Ja, er wird uns alle retten. Ich hoffe doch. Ich hoffe, dass das ein Happy End hat, ey. Der abgelegene Leuchtturm. Mongolisches Gebiet. Nicht mehr lange. Bevor wir nämlich mit den Hauptquests weitermachen, definitiv erstmal alles abarbeiten. Komme ich denn hier sicher runter, ohne mir die Knochen zu brechen? So. Besiege den Mongolen. Wo sind die denn alle? Das war, glaube ich, schon fast riskant, dieser Sprung. So, haben wir hier Bogenschützen? Sieht fast so aus. Warte mal. Glöckchenzeit. Und dann gleich von oben herab. Fürchtet mich. Ich werde euer Tod sein. Oh, 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 oh. Mit Brandmunition, ja? Geschickt. Das wird dich. Ich bin hier. Ah!
Ah, shit. Ich möchte gerne mal diesen ausweichen. War's das? Nee, da kommt noch einer. Das war's jetzt aber. Damit ist dieser Ort auch bereinigt. Bam. Sehr schön. Schauen wir uns hier trotzdem nochmal um. Diese Brandbomben, ich darf die nicht unterschätzen. Die machen doch schon ordentlich Schaden. Artefakt. Artefakt der Mongolen. Ein Bogen. Meter weit, eieiei. Also wenn du erstmal richtig krasse Bogenschützen dabei hast, dann kommst du erstmal so nicht an die ran. Ein Bogen ist auch eine echt gefährliche Waffe. Sollte man nicht unterschätzen, sowas. Und ich finde den Bogen an sich als Waffe eigentlich auch richtig cool. Egal in welchen Spielen oder so. Also Bogen auch als lautlose Waffe. Richtig cool. Auch das ganze Ding wieder auseinandergenommen, ne? Anstatt das mal heil zu lassen. Damit die da drinnen selber wohnen können. Nein. Die müssen alles zu Klump hauen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Oh, Kisten. Pfeile. Ja gut, wenn das hier klar ist, dann haben wir ja hier theoretisch, hier ist noch was. Können wir eigentlich mal ganz schnell machen. Ja, abreisen zu den Punkten, das machen wir jetzt schnell. Und ich glaube, dann kommt die nächste Quest. Statuen wie diese bergen die Seele eines Oni, die auf ewig eingesperrt ist. Einst wollte jemand diese Dämonen aus ihren Gefängnissen befreien. Und es gelang. Nee. Ich möchte nicht in den Legendenmodus. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Mal gucken. Das hört sich nach Fuchs an. Ja, es ist ein Fuchsbaum. Sind immer so golden. Fuchs. Na dann los. Wir sind angekommen. Okay. Talisman-Macht zu erhöhen. So, und jetzt auf der Höhe ist ja eigentlich nur... Oh, wir haben hier noch ein Schrein. Talisman des Fernkampfes. Machen wir das doch mal. Habe ich das noch nicht gemacht? Ich kann da hinreisen, aber ich habe es noch nicht gemacht. Okay. Was erwartet mich denn hier? Da hinten ist ein Banner.
komme ich nicht safe runter. Ob ich das überlebe, den Sprung ins Wasser? Nein. Wurde mir verwehrt. Darf ich nicht machen. Ich möchte da hinten zu dem Banner, Mensch. Ne, da geht's nicht runter. Da muss ich hin. Ah, hier war hier doch schon mal, oder nicht? Doch, 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 ich war hier schon mal, ich kann mich dran erinnern. Das ist ja krass versteckt. Hoffentlich komme ich dazu hin. Bei dem Wellengang hier könnte man sich auch verlieren. Und man wird rausgezogen auf das weite Meer. Und dann ist man verloren. Krass. Von 80 Bannern schon. Ja, die werde ich aber alle nicht sammeln. Also die, die mir auf meinem Weg greifbar zu holen sind, die auf jeden Fall. Aber ich werde jetzt nicht großartig suchen danach. Vielleicht für mich privat, ja. Das könnte ich tun. Stimmt, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich hier war und das nicht gemacht habe. Hier war ja der Typ am Strand, das Duell. Falls ihr euch da noch dran erinnern könnt. Das haben wir ja gemacht. Das war ja da unten. Da. Irgendwo. Der Kröten-Eremit. Ob die mit der Zeit zerstört sind, also sprich in Vergessenheit geraten? Alle ab! Sind. Schön mutig, ey. Also ein falscher Schritt und du bist Moos. Alter Schwede. Echt jetzt? Ey, Jin, mach keinen Scheiß. Halt dich gut fest, ey. Sieht aus, als hätten wir es geschafft. Auch ein blinder Samurai findet sein Ziel. Ein neuer Talisman in der Sammlung. Talisman von Asumi no Isora. Okay. Talisman der Meerküsten. Kamis. Okay. Gucken wir uns den noch gleich mal an. Sammlung. Ach ja, Artefakte.
So, Ausrüstung. Jetzt ist die Frage, wo ist der? Das ist bestimmt schon großer. Da ist er doch. Pfeile treffen lautlos in ihr Ziel ein. Dann ist der Pfeil und Bogen aber wirklich lautlos. Aber ich bin mit meinen Talisman gerade so zufrieden. Passt zum Spielstil. So, damit wäre auch das fertig. Das heißt, was ist das? Fallensteller. Da könnte ich mir neue Sachen kaufen. Aber dann würde ich sagen, die Diebin. Zeit für eine nebenstorylastige Quest mit Fürstin Masako. Ich muss Pferd rufen. Da geht es wahrscheinlich um unsere Freundin, die uns schon das ganze Spiel begleitet. Ich habe ihren Namen vergessen. Das haben wir auch gesäubert, das Gebiet. Wo ist sie denn? Bedauere, ich kann euch nicht helfen. Ich brauche Informationen, keine Ausreden. Vielleicht wissen die Bauern etwas. Vielleicht. War in Komatsus Schmiede, als die Mongolen angriffen. Und er lebt noch? Fürst Sakai, ich sorge mich um sie. Junshin, um was ging es denn? Fürstin Masako sucht jemanden. Sie ist erbost, weil ich nichts wusste. Wie ihr mit Kashiwara dem Fischer geholfen habt? Habt ihr ihn je gefunden? Ja, nachdem er Frau und Tochter getötet hatte. Wie konnte ich nur so dumm sein? Meine Freundin mag hart sein, aber sie sagt die Wahrheit. Dieses Mal weiß ich wirklich nicht, wen sie sucht. Ihr habt nichts zu befürchten. Ich rede mit ihr. Danke, Fürst Sakai. Auch, dass ihr die Mongolen vom Hof verjagt habt. Jetzt können wir neu aufbauen. Gut, dass diese Leute euch haben. Viel Glück. Die Dieben. Kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, das habe ich schon mal gestartet. Und abgebrochen. So, wo ist denn Masako? Da hinten. Das finde ich gut, dass ihr euch sicherer findet. Danke. Das war's schon. Fürstin Masako, was ist denn los? Wir müssen reden. Auf ein Wort. Wussten die Bauern, nach wem ihr sucht? Nach jemandem auf der Liste. Eine Diebin. Ich helfe euch suchen. Das muss ich selbst erledigen. Die Bauern erwähnten bewaffnete Männer, die mitgingen. Söldner etwa? Professioneller Mörder. Das könnte es möglicherweise erschweren. Ich kann eure Hilfe gebrauchen, aber mehr noch euer Schweigen. Verlasst euch drauf. Laut den Bauern sind sie in Richtung Brücke außerhalb des Hofs gezogen. Hier entlang. Okay. Dann lass uns, Masako. Reitet vor, ich folge. Wer ist diese Diebin? Sie hat das Adachi-Anwesen nach dem Angriff geplündert. Wertvolle Erbstücke gestohlen. Persönliche Dinge. Das Schlimme ist, dass Mai einst unsere Dienerin war. Vor 3 Jahren ertappte mein Ehemann sie beim Stehlen. Er wollte sie auspeitschen. Ich setzte mich für sie ein. Aber sie musste gehen. Klingt, als würdet ihr sie vermissen. Sie war eine gute Freundin. Ihr Verrat schmerzt mehr als die anderen. Da ist sie ja. Den Söldnern. Nähern wir uns. Leise.
Das ist dann auch schon doof, wenn man eigentlich so eine Familienlocation hat, wo man schon fast dazugehört und dann doch Mist baut. Ich werde alles verkaufen. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Zu spät. Er wird diese Erbstücke selbst verkaufen. Bringt uns jetzt zu ihnen. Ich bezahle euch und behalte sie. Ihr habt kein Geld. Ich habe diesen Kamm aus Gold mit Perlen. Das war ein Geschenk. Er könnte etwas wert sein. Nein, er würde uns töten. Genug jetzt. Bringt uns zu den Erbstücken. Wir brauchen die Söldner nicht unbedingt lebendig. Nur sie. Je mehr wir von ihnen ausschalten, desto einfacher erreichen wir unser Ziel. Lasst euch nur nicht sehen, sonst tun sie ihr etwas. Nichts Leichteres als das. Ich bin ja nicht umsonst gefürchtet unter dem Namen Geist von Tsushima. Zurück, Sakai. Lasst mich nur machen. Was war das? Ich komme mit. Tja, zu neugierig. Da, er ist abgelenkt. Ich erledige ihn. Ja, habe ich gesehen. Er wollte hier plündern. Ich habe etwas gehört. Das ist schon fies. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Szene in Jurassic Park, wo die Raptoren... Nein, das war hier kein. Echt jetzt? Sie war doch... Ja, ich dachte, wenn die Ronin alle weg sind, kann ich mit ihr reden, aber anscheinend nicht. Moment mal! Zack, aber das Glöckchen-Ding funktioniert trotzdem. Erinnert mich trotzdem an Jurassic Park. Da gab es eine Szene, da waren auch Raptoren im hohen Gras und die haben sich einen nach dem anderen geholt. Da, er ist abgelenkt. Ich erledige ihn. Ich glaube, da ist jemand. Schnauze. Ihr verratet uns noch. Ihr Leben war hart und einfach. Diesmal nicht. Eines Tages kam ein Mensch von weit her zu Teehaus. Ist es hier? Deine Neugier ist bestraft worden, mein Freund. Schon bald erinnerte er sich an dein Gelübde. Ihr verratet uns noch. Sie beendete die Beziehung. Das brach ihr das Herz. Also ging sie zu einer Hexe und lernte, wie man sich selbst in einen Dämon verwandelt. Das Mädchen flog als Dämon zur Abtei des Mönches. Er sah sie kommen und versteckte sich unter einer Glocke. Doch sie war schlau. Legte Feuer um die Glocke herum, die sodann schmolz und den Mönch darin tötete. Mit wem redet sie denn da? Dass sie das noch nicht mitgekriegt hat, dass keiner mehr von denen da ist. Aus den Magakonen! Okay. Tötet sie! Nein! Ihr tötet niemanden außer ich selber euch. Keine Gnade. Ihr habt euch für die falsche Seite entschieden. Ich habe schon bessere Kämpfer getötet. Na? Ja.
Ich habe schon bessere Kämpfer getötet und es ist dann elendig dran verreckt. Aber man sieht schon, es gibt auch neue Icons und so, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Jin, ich muss mit Mai sprechen. Sagt, wenn ihr mich braucht. Ihr stahlt die Erbstücke meiner Familie für diese Mörder. Wie konntet ihr mich verraten? Hab ich nicht. Ihr habt mich verstoßen. Ich habe euch gerettet. Mein Mann wollte euch auspeitschen. Er wusste es. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ich war die Fürstin des Adachi-Clans. Und ihr eine Diebin. Doch, ich liebe euch. Dann sagt mir, wem ihr dient. Er tötete meine Familie. Ich bin die Nächste. Das lasse ich nicht zu. Ich bringe euch zu euren Erbstücken. Oh Mann, Masako sieht ganz schön fertig aus, ne? Samurai arbeitet. Ich kenne weder seinen Namen noch sein Gesicht. Wir tauschen uns nur über Nachrichten aus. Er wusste von uns, meine Herrin. Wie? Ich weiß es nicht. Er sagte, er wisse, wie es ist, euch zu lieben. Dass er meinen Schmerz verstehen könne. Masako. Mai war meine einzige. Bisher die einzige. Er war besorgt wegen der Erbstücke, dass sie kaputt gehen könnten. Er will sie verkaufen. Sie haben nur sentimentalen Wert. Er wird kaum Geld dafür bekommen. Dann will er sie vielleicht gar nicht verkaufen. Vielleicht haben sie auch für ihn Bedeutung. Er war besitzergreifend in seinen Briefen. Als wären sie seine. Die Erbstücke gehörten ganz allein meiner Familie. Ich bin als Einzige noch übrig. Eure Erbstücke liegen im Gebüsch. Jin, sammelt ihr sie ein? Ich muss mich verabschieden. Du bringst sie doch jetzt aber nicht um. Flöte der Adachi-Familie. Ist die kaputt? Nee, die ist nur angeschrägt. Eine Bambusflöte. Ich verspreche es, meine Herren. Danke. Wo ist Mai? Heimgegangen. Sie war doch gerade noch. Nur damit ihr es wisst. Ihr schuldet mir keine Erklärung. Ich liebte meinen Mann. Aber Mai liebte ich auch. Das tut ihr noch? Das werde ich immer tun. Der Mann, den wir jagen, hat Gefühle für euch. Außer meinem Mann und Mai hatte ich keine Liebschaften, keine Verehrer. Vielleicht hat er gelogen, um so neue Rekruten zu bekommen. Ich weiß nicht, wer so etwas tun würde. Wir suchen weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit. Meine Arbeit in Toyotama ist noch nicht beendet. Sucht mich bald wieder auf. Ich glaube, das werde ich auch tun. Ja, dann geh doch mit ihr und werd glücklich. Zumindest hoffe ich das. Sie hat alles verloren und diese Person... Die lieben sich. Talisman der Prügelei. Eia caramba. Mittlere Erhöhung des Taumelschadens. Ja, gut. Es gibt halt viele Talismänner. Jetzt sitzen wir hier. Der blinde Samurai. Das ist irgendwie ist das schon cool. Die Augenbinde. Ja, aber es ist auch wieder Zeit, den Part zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet einen vergnüglichen Part.
Ja, im nächsten Part, ich könnte mal gucken, der nächste Part wäre, wo ist denn die nächste Geschichte mit Masako? Gibt's nicht mehr. Also wir nähern uns, was haben wir hier noch offen? Warte mal. Oh. Das haben wir ja auch noch, Norio. Ah, okay. Also, da geht's als nächstes hin und dann haben wir ja, was ist das? Ach, der Schwarzfarbehändler. Das haben wir noch offen. Ey, wir haben gar nicht mehr so viel offen. Fragezeichen sind hier auch so gut wie keine. Heißt, wenn wir das Gebiet hier fertig haben, wird er sowieso aufgedeckt. Wenn ich dann was vergessen habe, dann gehe ich halt nochmal zurück. Aber sonst? Hier ist, das ist der weiße, ne? Genau, weiße Farbehändler. Ja, dann sind wir mit dem Inselabschnitt relativ schnell fertig. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch 3 Parts brauche und dann schauen wir mal. Das wird sich dann ja herausstellen, wie lange die Storyabschnitte gehen. Ja, und diesbezüglich würde ich dann einfach sagen, danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.